Bei der Neuauszählung der Präsidentschaftswahl im US-Bundesstaat Wisconsin hat Donald Trump 131 Stimmen hinzugewonnen. Die Grünen-Kandidatin Jill Stein hatte die Nachzählung beantragt. Sie machte geltend, dass Wahlmaschinen manipuliert gewesen sein könnten. In einem Tweet zeigte sich Trump über das Ergebnis der Nachzählung erfreut und warf Grünen und Demokraten Tricksereien vor. Wisconsins Wahlleiter sieht die Nachzählung positiv. Jill Stein, actually some of her votes. Einige der Stimmen für Jill Stein waren ursprünglich aus Versehen überhaupt nicht gezählt worden. Dass wir eine Nachzählung vornehmen mussten, hat es uns als Wahlausschuss offen gesagt ermöglicht, festzustellen, wo bei uns Schwächen sind. Bei der Besetzung wichtiger Posten macht der designierte US-Präsident Fortschritte. Seine Vorwahlkonkurrentin, die ehemalige Hewlett-Packard-Chefin Carly Fiorina, ist einem Medienbericht zufolge als Geheimdienstdirektorin im Gespräch. Der Chef des Ölmultis ExxonMobil, Rex Tillerson, soll neuer US-Außenminister werden. Dies verlautete aus gut informierten Kreisen. Trump will die Personalie am Morgen bekannt geben. Tillerson ist umstritten, weil er als Exxon-Chef gute Beziehungen zu Russlands Präsident Putin gepflegt hat.